Hallo. Ihr werdet euch fragen, von wo die Stimme kommt. Seht ihr mich im Bild? Wahrscheinlich noch nicht. Warum? Ich bin im Dachgeschoss meines Hauses. Die heutige Kräutersendung werde ich über Efeu drehen. Diese Efeu ist eine wichtige Heilpflanze aus dem Mittelalter. Sie wuchert über mein ganzes Haus. Schlecht für die Bausubstanz, aber gut für die Natur des Menschen, für die Gesundheit des Menschen. Ich freue mich in der heutigen Sendung, euch alles über Efeu zu erzählen. Hier bin ich jetzt im ersten Stock meines Hauses. Viele Leute würden sowas gar nicht zulassen. Ich bin aber jedenfalls für Natur, stehe auch dazu. Adieu Mauerwerk, ein Sieg der Natur. Für was ist Efeu überhaupt gut? Die meisten Leute wissen nicht, Efeu ist das beste Mittel für Lunge, für Niere und für die Haut. In Sachen Lunge, man kennt das Bronchialasthma, Lungenkatarrhe, der Luftwege, man kennt Pseudokrupp, Stinknase, allerlei für Erkältungskrankheiten. Der Efeusaft hilft, die Erkältung aus dem Körper zu vertreiben. In Sachen Niere und sowas, Efeu wirkt handtreibend, wirkt für Nierensteine, für Gallensteine und außerdem für die Haut. Efeu hilft bei Verbrennungen, allerlei für Abschürfungen. Was die wenigsten wissen, Packungen mit Efeublätter helfen bei Zellulitis. Sie sehen, Efeu ist eine ganz tolle Pflanze. Die wenigen nutzen es. Ich bin jetzt da bei meinen Ziegen. Ihr seht, ich habe Efeu in der Hand. In Österreich sagen sie, wenn Ziegen viel Efeu essen, werden sie auch viel Milch geben. Meine Ziegen kriegen Efeu, aber ich melke meine Tiere nicht. Warum? Melken ist die künstliche Auferhaltung einer Schwangerschaft von Tieren. Es ist, ich weiß, Ausbeutung von Tieren. Man sieht auch heutzutage, ganze Kuhställe werden künstlich schwanger erhalten, damit die Leute Milch trinken. Kein Lebewesen auf dieser Welt trinkt überhaupt Milch. Die Kuhmilch ist 3,5-mal so stark wie die Menschenmilch. Eigentlich können wir Ratten melken. Die Rattenmilch ist 11,4-mal so stark wie die Menschenmilch. So wie ich sage, ich habe in meinem Leben lang keine Milch getrunken, werde auch keine trinken. Aber meine Ziegen machen richtig Spaß. Sie sehen, das ist der Benny, so ein alter Bock. Nach dem Sprichwort, je älter der Bock, umso steifer das Horn. Hat ein ganz tolles Geweih. So wie ich meine, Efeu ist auch als ganz gutes Tiermittel zur Verfügung stellen. Und einfach, Natur ist für jeden auf dieser Welt da. Ich stehe da unter dem Efeudach neben meinem Haus, da nisten tausende von Vögeln. Es ist richtig ein Biotop für tausende von Vögeln, von Spatzen und anderen Vogelarten. Wenn ich in der Früh aufstehe, da gibt es einen riesigen Vogelgezwitscher. Manchmal kommt eine Elster, nimmt sich halt einen jungen Vogel, aber das ist halt Natur. Für was Efeu überhaupt benutzt werden kann, es gibt noch verschiedene andere Möglichkeiten. Zum Beispiel Efeu kann man noch nutzen bei Mundentzündung, Mundeiterung, indem man Saft von Efeu trinkt oder Tee trinkt. Außerdem für eine Zahnfistel. Man kann auch, Efeu ist auch eine Bitterpflanze. Efeu kann man auch für den Magen benutzen. Als Bitterstoff ist es wohltuend für Magen. Efeu kann auch benutzt werden bei epileptischen Anfällen, bei Kleinkindern, genau wie Beifuß. Wirkt auch Efeu entkrampfend. Wie nutzt man Efeu? Man nimmt die Blätter, man nimmt einen Teelöffel von den Blättern und macht einen Tee. Außerdem für Ohrenschmerzen kann man Efeusaft sich in Ohr tröpfeln. Man macht einen Efeusaft und tröpfelt sie ins Ohr, hilft bei Ohrschmerzen. Früher haben sie Efeu, den Harz aus dem Efeustamm, haben sie benutzt für Zähne plombieren. Einfach frühzeitige Zahnmedizin, die Leute waren richtig kreativ und haben diesen Harz genutzt, um vielleicht verschiedene Karies zu stopfen. Efeu kann noch benutzt werden, wenn viele Leute Probleme haben mit der Durchblutung. Zwei, dreimal am Tag ein Efeu-Tee getrunken, hilft für kalte Hände und kalte Füße. Wer nicht Efeu nutzen kann, alle Leute, die auf Efeu allergisch sind. So wie ihr seht, Efeu hat ganz, ganz viele Eigenschaften. Ihr könnt euch viel euch noch informieren, im Internet oder so. Was ich gemacht habe, den Samen gesetzt, damit ihr euch mit den Pflanzen auseinandersetzt. Ich mache es jeden Tag. Ihr seht, ich wohne in der Natur. Ich habe fast 100 Tiere da auf meinem Hof. Da ist auch meine Katze, die Märchen. Und so wie ich sage, ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Kräutersendungen. Hoffentlich könnt ihr viel, viel Wissen ergattern. Bis zur nächsten Kräutersendung. Euer Robert Franz.